Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich am Hollecker Teich, ein bisschen Köderfisch packen, weil ich werde das Wochenende, Samstag oder Sonntag, ein bisschen woanders fischen gehen und dafür brauche ich Köderfisch. Ich habe davor ein Video gemacht, weil auch meine Mama hat mich angerufen, jetzt ist es natürlich weg. So eine gefangen, wieder zurück da, drei gefangen, die werde ich euch dann nachher präsentieren. Jetzt erstmal die Angel ausbringen und noch ein paar Köderfisch da fischen. Ich brauche noch ein paar Fälle. Dann muss ich wieder kleiner gehen. Ja, oder? Hä? Ich glaube, das war. Besseres. Das war Pflanzen mit Fisch. Auf dem Platz, wo ich das bin, ist ein bisschen leider Fisch, weil. Jetzt weiß ich nicht warum. Seerosen unter Wasser. Das ist meine. Bitte vor Anfisch. Die Spule ist so schwer zu betätigen. Ich weiß nicht, warum die nicht hängen bleiben. Da ist es super, jetzt ist es kraftvoll. Ja. Ich versteh's nicht. Jetzt hier, wo es da ist, ist es eher. Jetzt habe ich angefetzt, das ist verlaut. Ich bin ein bisschen. Handpist. Oh, Scheiße. Muss ich improvisieren. Das Gummiring ist gewesen vom Schwimmer. Jetzt tut es mir leid, jetzt muss ich kurz einmal raussuchen. Ein paar Stecken. Ich habe ein bisschen Angst, ich muss mal aufstocken. Jetzt habe ich ein bisschen improvisiert. Den Stein. Die Kamera ist da angelehnt, wo meine Köderbox ist. Deswegen wird es jetzt ein bisschen verschissen. Wartet. Ich tue euch kurz hinlegen. So. So, ich lasse die Box gleich offen, ist besser. Das vorige Video ist 35 Minuten gegangen. Aber die Mama hat mich angerufen, wie ich schon gesagt habe. Sie hat mich unterbrochen. Weil sie sagt, ich soll immer rumstehen, dann kommen ich wieder heimkommen, wo ich Bock habe. Weil ich sage, wenn mein Sack cool ist, das kann auch lang dauern. Ich glaube, das reicht. Das ist maximal fangen, du. Ja, geil, ich komm weiter aus. Ein Vorteil, aber der andere Nachteil ist, die Fische. Wenn ich nicht so Ortsfülle hängen bleibe. Der Schwimmer ist so leicht, aber er hat ein Fisch, der kommt aus. Jetzt warte ich einfach. Ich check das nicht. Ich bin gleich behindert oder so. Ich muss das über die Fisch nicht, wir bleiben hängen. Dann noch wieder draußen.
Ja, verheitert hat sich auch. Nice. Oh nein. Ein Comicband wird davon, das ist die ganze Zeit auf der Schnur gewesen, aber unsichtbar kann man sagen. Da. So. Jetzt bin ich da back in the business, Leute. Dilfi nochmal. Also jetzt können wir gerne dabei sein, die Fische. Aber ich bin bereit für den Schwimmer. Oh, da ist die Zeit. Das ist. Ah ja, das Boden habe ich halt weg. Ernsthaft, ich mache es ernst. Ich glaube, ich muss anfangen an die Schwimmhaken oder kleinere Höhen. Oh mein Scheiß, die Fische machen mich krampfig. Ich hau perfekt auf, ich ziehe und ziehe und ziehe und warte, bis der Schwimmer runter geht, geht runter, ich helfe gar nichts mehr. Ich bin nicht weiß, aber. Ja. Jetzt hängt da wieder ein scheiß Baum da oben. Da sind so viele Beischen bei dem Teich. Jawohl. Den entnehme ich auch. Die Bier einhauen, leider. So grausam wie es sich anhört. Es muss sein, es ist wie Raubfisch. Zangenkopf, das Ausschlag und mein Messer. Keine Ahnung, für was das Messer wieder braucht. Und für die Köderfische Sackel. Zum Eingehen. Die beißen sogar irgendwie voll geil heute. So einen kurzen Tag hätte ich mir nicht gedacht. Liebe Gänse. Ich hab mal einen Zopf gespielt. Ich sah nur voll auf das Thema an. Aggressiv von dem Mann, aber hängen bleiben können sie nicht so. Weil der Hakel ist auch recht groß. Ja, ja, na. Und ein kleines Würmchen haben. Ich muss was sagen, weil ich mal in der Ankerfisch kaufe. Dann ist er schnecken. Das bockt auf dem Netz. Ich will nicht hängen bleiben. Du springst so sehr in Hackel. Du musst wahrscheinlich ein bisschen Würmchen dazu. Soll ich mein Handy kein
so schwer wie das Ästel jetzt da umfliegen. Hier ist der Ballad. Ich weiß, glaube ich, da hinten. So schwer. Das ist halt heute das Blöde, wenn man nichts gespürt hat, die Hände. Wenn sie eingefroren sind. Vier Fische habe ich. Fünf eigentlich schon. Ich habe einen richtig großen angefangen. Jetzt zeige ich euch den Köder. Der komplette Hackl lässt die Spitzen schon draußen. Jetzt tut es mir leid. Geht's? Ja. Und jetzt ist ein bisschen ein Eingriff. Wir haben auch noch dabei und das heißt, der Ohr streitet auf. Das ist gut. Jetzt kannst du dir die Kräftelschlöpfer anbeißen, die die Rote Augen und Rotblätter. Aber ich glaube, heute weniger, das wird da was hängen bleiben wird. Mit dem großen Saal da. Ich werde den Wurm jetzt wahrscheinlich in der Mitte auseinander teilen. Und die ganzen Stücke dann daneben legen. Und ein bisschen lauer Stempel vom Wurm. Vom Messer auspacken. Und noch ein Stückchen abschneiden. Und der Stecker ist restliche, kommt nachher auf. Oh, Alter. Das war ich. Deswegen kriege ich bald eine Kamera, weil mit Handy ist alles scheiße. Dass ich mal Deutsch sagen darf. Alles fliegt nur um. Das Handy ist scheiße schwer, die Box ist leicht. Ich lasse nicht einmal viel Steckel abhängen. Weil das ist nicht so gut. Und dann kriegt man dann nur die Steckel ab. Dann verschwendet es nicht aus. Ich kann dann mit die Fähre rausbringen. Ich hasse das jetzt, die Schnur und die sind so leicht, nicht die Spuren so schwer und die Anlage ist schwer. Man sollte alles leicht haben eigentlich, meistens. Das hat uns so nahe Menschen schon. Meine Meinung. Der hat den Köder aber aggressiv genommen, der Kollege. Schaut mal. Und schaut mal, wie seicht der Kack, wie blöd der Kack halt ist. Der wäre easy weg gewesen. Ja, du bist jetzt in den Himmel befördert, Kollege.
Das tut dir zwar gut. Ja, die geht's besser im Himmel als wir auf der Erde. So ein großer Köder, so ein großer Hackel. Bring Fisch. Ich fange dir das noch hängen bleiben. Ich habe das Schwimmer war jetzt weit. Na? Stattdessen hängen nur bei seinem scheiß Bauschen. Wie jeden Ausflug. Jetzt will ich nicht so. Bringt's ja nichts. Ich kann nicht aufgeben. Ohne Scheiß jetzt aber. Wenn ich hängen bleibe, nur bleibt nicht hängen. Scheiße, das ist schon noch schön. Ich fäll's jetzt echt an. Oder nein, ich hab es nicht so gut, weil dann ist mir schlimmer davon. Aber nicht mehr. Das ist geil, dass ich da krieg. Oh Mann. Das Bock nicht. Ich will gerade ausrasten. Bringt sie nichts. Hat die Angel auf dem Boden. Ich glaube, das ist nicht, das habe ich nicht gehört. Alter, ich
Was hängt da? Endlich wieder Erfolg. Ah, der ist durchs Auge. Da oben, schaut mal. Warte, zeig euch, wie er kackelt ist. Da ist er kackelt. Ganz rot. Federchen. Das ist schon Papa, Kappa. So ins Auge. Mein alter scheiß Handy. Mein Handy haut gerade alles um. Ich schwör's euch. Mein Handy hat irgendwas. Andere Handys sind nicht um. Oh, jetzt flieg ich dauerhaft um. Weil sie aufhören muss. Ihr rastet aus. Handy, du bleibst jetzt ja drüber, sonst wächst ich dich mal weg. Natürlich Spaß, aber wenn ich rauskomme, wird das schon passieren. Mit meinen Ohren. Der Fisch wollte sogar die Stöpfe noch abzecken. Hat er nicht geschafft, weil jemand Strich durch die Reihen gemacht hat. Warte, war wieder größer. Oh, das war die Pflanzen. Die Hände dann verzwischen der Pflanzen. Ja, und cool. In den Heck kann ich. Ja. Alter. Ich muss auch nicht mehr spielen. Ich habe jetzt alle Mittel. Hallo. Hallo. Ah, Lina. 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 I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Checken Sie das schon langsam. Ich denke, das ist okay. Thank you.
Nein, wo ein dranhängender Stecker. Zeigen wir mal nach außen. Die alten Stecker weg und ein neues auf. Das ist diesmal ein großer. Was süß ist das, okay? Ja, das ist ein bisschen schneller aufgestellt. Ich muss die Schwitzen, das ist ja auch nicht richtig verkehrt. Aber ja, das ist verkehrt auf jeden Fall. Das war bei einem Zander Aal, so immer von mir. Aal und Fangen, aber Zander. Ich kann jetzt nicht in dem Moment auf den Weg kommen, wenn ich keine Kriege. Wir kommen jetzt gleich, ich gehe kurz was schauen mit der Augen. Ja, da habe ich probiert, bei uns einen alten, bei meinem alten Spaß gegessen. Nein, gar nicht. Ui. Das ist ein Schutzkasten. Ja, 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 ja. Hier. Danke. Mein Alter. Es war einer dabei, er hat gekränkt, ich hab's gesehen. Aber die Pflanzen hat mir einen Strich durch die Reihen gemacht. Danke, Pflanzen. Das ist wahrscheinlich ein Kartoffelschutzweig ist. Der war auch nicht schlecht, was ich da drin
ich muss wieder denkst, ich muss wieder kleiner machen. Der ist zu groß für seinen wahrscheinlich. Zu groß der Stecker. Messer. So. So muss man es reichen. Steckel ist ein bisschen kleiner. Da nochmal, das ist genau so. Wie lang? Okay, jetzt will ich gerade mal ein paar Minuten. Ja, jetzt sind wir Ich muss das Schwimmer wieder ausmachen. Ich merke, ich muss das andere Schwimmer, wo ich besser kann. Kein Schwimmer. Jetzt kann ich woanders gehen. Ich werde ein Stecken suchen. So ist es gut, muss sein. Ja, doch, leider ist das in den Hut. Ich habe ja auch so viel Dinge drauf hinzugehen. Ich habe selber ein bisschen leichter. Alle wenn ich den Tau sind,
der Schwimmer. Das ist halt wieder belasten. Für euch nicht, weil ihr zuschaut, auch für mich ist es belastend. Ich weiß, wie das macht, dass ich mich nicht richtig unterstelle. Außer, dass ich bin so da. Ich kann mich nicht komplett bauen. Ich bin nur ein Haus geflogen. Aber so. Alles halt weg, der Schwimmer schon zum zweiten Mal. Das ist richtig. Lang wird das Video nicht mehr geil, das verspricht ja. Ich muss irgendwann schon haben. Aber bevor ich dann zusammenpacke, wie er zusammenpacken fährt, dann reicht schon gleich, wenn ich sagen. Ich muss machen, da kann ich kommt dann. Da werde ich halt zusammenpacken. Das zusammenpacken ruhig und dann reicht schon mal ein Deich dran. Na, okay. Okay, ich hätte mir. Vielleicht so, weil da nichts kommt. Dann war es. Also,
macht euch wahrscheinlich Lärm im Stecken. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich schaue, dass ich das andere Video noch finde, wo der große Rotfeldaufhut dabei war. Der ist sicher so klein ungefähr. Und der Köderfisch, nice. Das sind schon gut. Das ist schon eine gute Ausbeute, finde ich. Wie gesagt, tschüss, euch der Tommy.